Emma Renzmeier, Weh über die Führer der Nationen. Weh über die Führer der Nationen, die Henker im Frack, die Mörder auf Thronen. Sie machen Geschichte, sie spinnen Netze mit Hilfe der Presse, der feilen Metze. Wenn faul Republiken und Monarchien nach Freiheit und Aufklärung wird geschrien, dann heißt einen schneidigen Krieg erzeugen, der Revolution noch schnell vorzubeugen. Dann treiben die Hirten die Herden zur Weide, zum Kampffeld hinaus. Rumtollt euch im Streite, kühlt euer Mütchen, ein Volk am andern, uns aber lasst den Herrenpfad wandern. Das tötet und würgt uns und wird getötet. Die ganze Welt ist von Blut schon gerötet. Sie kämpfen verzweifelt. Mann gegen Mann hat keiner was dem anderen getan. Was hat euch, ihr Völker, mit Blindheit geschlagen? Wann wird es in euren Gehirnen tagen? Wann dringt in eure Seelen das Licht der echten Freiheit, die liebt, nicht ficht? Liebe Freundinnen und Freunde der Poesie, herzlich willkommen. Ich präsentiere heute das Gedicht Weh über die Führer der Nationen von Emma Renzmeier. Ein Gedicht, das mit den Führern im Ersten Weltkrieg abrechnet. Aber es geht nicht nur um den Ersten Weltkrieg, es geht ganz allgemein über Krieg als politisches Mittel und um die Frage, wer eigentlich die sind, die vom Krieg profitieren. Und wie man das anders lösen könnte, so ein bisschen im Allgemeinen gesagt. Das Gedicht hat 5 Strophen und es beginnt mit diesem Weh, Weh über die Führer der Nationen. Es ist wie ein Fluch, Fluch auf die Führer der Nationen, die politische Elite, die Entscheidungsträger, die Regierenden, ja. Und sie nennt sie die Henker im Frack, die Mörder auf Thronen. Das sind die Verbrecher, die eigentlichen Verbrecher, aber sie sitzen auf dem Thron. Wir sind in der Zeit der Monarchien, heute gibt es auch noch Monarchien, aber damals waren das noch wirklich Könige, die Politik gemacht haben. Sie machen Geschichte, sie spinnen Netze mit Hilfe der Presse, der feilen Netze. Die Presse wird ja als Prostituierte bezeichnet, im Dienste dieser Mörder. Die Presse macht die Stimmung und hetzt die Völker gegeneinander auf. Das ist hier das Bild. In der zweiten Strophe kommt eine politische Mutmaßung, nämlich dass Kriege erzeugt werden, wenn in den Staaten die sozialen Spannungen größer werden. Wenn faul Republiken und Monarchien nach Freiheit und Aufklärung wird geschrien, dann heißt einen schneidigen Krieg erzeugen, der Revolution noch schnell vorzubeugen. Also damit es nicht innerhalb des Staates zu einer Revolution, zu einem Aufstand kommt und die geknechteten Massen sozusagen aufbegehren, schnell einen Krieg anzetteln mit dem Ausland, dann hat man abgelenkt und dann kann man die Leute, die gerade eben noch unruhig waren und bei denen es gebrodelt hat, dann kann man die in den Kampf schicken und in den Tod. Und das ist eine gute Ablenkung. Dann treiben die Hirten die Herden zur Weide, zum Kampffeld hinaus. Rumtollt euch im Streite, da macht's euch draußen ein bisschen nett mit euren Kameraden von der anderen Seite und bringt euch doch ein bisschen gegenseitig um. Das wird hier ganz bitterböse geschildert. Kühlt euer Mütchen, ein Volk am anderen, uns aber lasst den Herrenpfad wandern. Also unsere Macht wird nicht angetastet. Wir sitzen fest auf unserem Mörderthron. Und ihr kleinen Leute könnt euch gegenseitig bekämpfen. Und das wird dann in der vorletzten Strophe ganz deutlich beschrieben. Das tötet und würgt uns und wird getötet. Die ganze Welt ist von Blut schon gerötet. Sie kämpfen verzweifelt Mann gegen Mann. Hat keiner was dem anderen getan. Das ist das Schreckliche am Krieg bis heute. Die, die dort kämpfen, das sind nicht dieselben, die von den Kriegen profitieren. Die, die von den Kriegen profitieren, sind die, die die Kriege befehlen und die Kriege auch aussitzen und am Ende des Krieges immer noch da sind. Und die, die diese Kriege ausfechten und die zu
Hunderttausenden hingemetzelt werden unter brutalsten Bedingungen, die haben gar nichts davon und die wissen eigentlich gar nicht, warum sie die anderen umbringen und bekämpfen. Das ist bis heute so, das hat sich nicht geändert. Und die Frage, die die letzte Strophe dieses Gedichts bildet, die Frage können wir heute noch nicht beantworten. Was hat euch, ihr Völker, mit Blindheit geschlagen? Wann wird es in euren Gehirnen tagen? Die echte Freiheit, die liebt und nicht ficht. Die echte Freiheit, Nein zu sagen zum Kampf. Diese Freiheit gibt es nicht, die gibt es bis heute nicht. Denn diese Männer, die gegeneinander kämpfen und eigentlich gar nicht wirklich wissen, warum, die können nicht sagen, nein, das mache ich nicht, ich gehe. Oder sie können schon probieren, aber es ist sehr, sehr schwierig. Und natürlich gehen auch viele gern in den Kampf. Viele sehen darin eine Möglichkeit, Karriere zu machen, Geld zu verdienen. Manche sind ja auch von echtem Hass erfüllt gegen den Feind. Vielleicht glauben sie ja auch, was man ihnen erzählt hat, warum sie jetzt diesen Feind da bekämpfen müssen. Es gibt auch einige wenige, für die der Kampf und diese Straffreiheit des Krieges durchaus attraktiv sein kann. Ich habe auf meinem Kanal ein Buch vorgestellt von Christina Lamb, Unsere Körper sind euer Schlachtfeld. Vielleicht schaut ihr euch mal die Besprechung an, da geht es auch um den Ausnahmezustand Krieg, der je nachdem für manche Charaktere durchaus reizvoll ist. Ja. Emmerenz Mayr kommt ganz klar, und das ist auch mit ihrer eigenen Biografie erklärbar, bei ihr kommt ganz klar die Frage des Sozialen in den Fokus. Und sie stellt die Frage, warum erkennen die kleinen Leute nicht, dass der Krieg nicht in ihrem Interesse ist und dass sie eigentlich andere Interessen hätten und dass sie gegen diese ungerechten Führer aufbegehren müssten. Aber sie tun es nicht. Und das ist auch eine Verzweiflung, die hier zu spüren ist. Warum wehrt ihr euch nicht gegen eure Führer? Warum rennt ihr in diese Schlachten? Warum bringt ihr euch gegenseitig um, statt die ungerechten, autoritären Diktatoren von ihren Mörderthronen zu stoßen? Die Frage hallt bis in unsere Zeit und ist bis heute nicht beantwortet. Das war meine Besprechung von W über die Führer der Nationen von Emmerenz Mayr. Danke fürs Zuschauen. Vielleicht sehen wir uns beim nächsten Video.